Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Jesse ist da unten in unserem Garten unterwegs. Das Problem ist, ihr habt den Garten so noch nicht gesehen. Weil wir hatten das Problem, wir haben jetzt schon ein paar Aufnahmen gemacht, also zwei Stück. Haben ein bisschen was hier drin gewerkelt, gemacht, getan. Und dann mussten wir feststellen, es war kein Ton da. Ja, Leute, hallo erstmal von meiner Seite. Das heißt, leider habt ihr zwei Folgen jetzt nicht mitbekommen, deswegen zeigen wir euch, was hier alles passiert ist. Dann geht's direkt wieder weiter, ganz normal. Ich hoffe ja, dass es in Zukunft besser läuft. Ja, also wie ihr sehen könnt, wir haben uns einen kleinen Garten gebaut. Klein, aber fein, ne? Hier wächst auch schon überall Hanf. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Und da oben entsteht unser Haupthäuschen und hier rennt irgendwo so ein blöder Goblin rum. Den kriege ich noch. Na, egal. Ja, also wir haben hier so einen kleinen Innenhof mit ein bisschen Gartenfläche. Wo ist der denn, der Zwerg? Lass den Zwerg in Ruhe. Ich höre den schon die ganze Zeit, der nervt. Ach, er ist unsichtbar, er hat Angst vor mir. Okay. Ja, kein Wunder, hätte ich auch. Ja, den habe ich die letzten Folgen nur geschlagen, den Kleinen. Aber egal. Ja, wir haben die Quarry nach unten gebaut und wir haben Digital Miner nach unten gebaut und wir haben eine ordentliche Stromversorgung nach unten gebaut. Das sind die Dinge, die hier jetzt passiert sind. Also, ja. Und natürlich hier Stahlproduktion ist auch am Start. Ja. Ja, es wird so langsam. Es ist einiges gewesen. Ja, naja, leider. Aber wir können es nicht ändern. Schade, aber es ist leider so. Ja. Ja. So, dann gehen wir doch mal gerade runter und gucken uns mal an, was bis jetzt so Quarry und so gemacht hat. Komme ich jetzt runter, die Höhle ist weg. Eigentlich wäre es ja richtig. Oh ja, es hat Platz gegeben, hier ist überall Lava. Lava? Ja. Die Lava ist jetzt ja mal nicht so geil, oder? Ja, solange es nicht weiterfließt, hier ist alles okay. Das ist so, alles voll mit Skelette. Okay. Aber wir haben noch extra so extremst ausgeleuchtet. Ja, aber der hat ja jetzt ein bisschen gegraben. Jetzt ist ja eine große Stelle, die nicht ausgeleuchtet ist. Wir kommen schon mit Licht. So, dann haben wir hier unseren Digital Miner, der ist am Laufen. Na, schon wow. 30 Eisenerz drin, Lapis haben wir drin, Kohle haben wir drin. Hier haben wir Silk Touch an. Und eigentlich sollte der... Müsste der das nicht in die Kiste reinpumpen? Macht er aber irgendwie nicht. Na gut, dann lassen wir ihn einfach weiterlaufen. Und ja, Quarry hat sich auch rentiert. 17 Diamanten, ein Haufen Clay drinne, Redstone, eine Kerze, ein Blumentopf. Wo kommt Kerze und Blumentopf her? Da ist doch irgendwo, haben wir irgendwas angegraben mit Loot. Ja. Ich will auch schlagen. Ja, mach doch. Und unser PvP ist aus, muss ich auch dazu sagen. Ach ja, das stimmt. Das hatten wir euch eigentlich in den zwei aufgenommenen... Oh. Was war das? War so ein kleiner Creeper. So ein kleiner Creeper. Ich dachte, da so ein kleiner Creeper. Hau ab. Ah, ich glaube, von da oben kam Blumentöpfchen und so ein Kram. Ah, ne, guck mal, hier brennt doch noch irgendwas. Ah, KTK. Oh, da sind Kisten. Da müssen wir mal kurz hier das Lava wegkriegen. Was ist das denn? Ein Kartentisch? Ja. Mach mal das Lava da weg. Ja, mach mal. Das kriegen wir weg, indem wir es oben zustopfen, die Löcher. Kannst du auch so ersetzen. Ah, das ist ein Bettchen. Das war ein Bett. So. Du brennst. Ja, funktioniert. Läuft doch. Knochen. Rohgold. Ohne Ende Rohgold. Den bauen wir uns ab, aber den brauchen wir eigentlich nicht. Aber den ja, aber hier... wer weiß. Den bauen wir ab, weil jetzt macht's Ding. Wir haben nämlich eine Quest erledigt. Den haben wir schon die ganze Zeit als Quest gehabt. Das ist noch eine Starter-Quest. Okay. Gucken wir gerade mal rein. Oh, schade, dass hier die Kisten... Naja, gut, ist halt so.
Oh, wir haben das Smoker. Habe ich Bananenbrot dafür gekriegt. Wow. Mhm. Wow. War ja sehr ergiebig. Und ein Zauberbüchlein haben wir. Na, so wirklich rentiert hat sich das hier nicht. So, das heißt aber, wir müssen hier der Query wieder mal sagen, was die zu tun hat, ne? Das heißt, ja, am besten wieder hier, wenn du magst, nochmal hier... Soll ich mich nochmal rübergraben? Einen kompletten Gang, so weit wie du kommst. Meinetwegen auf 5 Millionen Blöcke. Ich hol schon mal die Shapecard. Kurz meine Axt hier, Spitzhacke reparieren, so. Und dann gehe ich immer rüber. Das Zeug schmeißen wir jetzt alles mal in den Rucksack. Schlafsack lassen wir da. Und die lassen wir, glaube ich, auch noch. Obwohl, nehmen wir es essen. Was ist denn das für ein grüner Block? Guardian Gem. Okay. Hört sich nach irgendwas Gutem an. Keine Ahnung, was es ist, aber es könnte irgendwas sein. So irgendwie. Ne? Ja. So. Was auch immer. Ja, so in etwa. Das heißt, wir werden mal hier die Kiste wieder looten. Stopfen mal alles in unseren schönen Rucksack. Den wir auch vergrößert haben. Ja, das wissen sie ja auch nicht. Ja, so einiges, was schiefgelaufen ist. Mist. Naja, Leute. Lässt sich nicht ändern jetzt. So, stimmt, das heißt, da machen wir erstmal aus. Und der ist um einiges größer geworden, der Rucksack. Also das war echt krass. Ich habe da reingeguckt, dachte so, wow. Ist ein bisschen größer geworden, ja. So, da. Und dann komme ich jetzt zu dir gerannt. Wieso habe ich denn Rohgold hier und nicht meine Kartoffeln? Wo ist mein Essen? Da oben ist Diamant. Da ist mein Essen. Und ich glaube, wir können dann auch soweit anfangen, uns mal mit dir zu equippen. Ja. Und dann müssen wir schleunigst gucken, dass wir auch Mending und Unbreakable bekommen. Das heißt, noch ein paar verschiedene Zauberbücher. Oh, ich müsste auch meine Levels mal wieder abspeichern, ne, dass ich sterbe und wieder alle weg sind. Ich hab's schon gemacht. Gut, dann lasse ich dich mal weitergraben. Ich hab dran gedacht, bring noch mal Lampen mit. Sechs Fackeln kann ich dir schon geben. Ich hab die jetzt alle da in den Dings reingestopft. Hier in die Höhle. Ja, dann gräbst du noch so weit, bis wir die sechs Dingens haben, bis du keine Fackeln mehr hast und dann... Obwohl von der Größe her, guck mal, wie weit du schon bist. Wir können auch jetzt die Query laufen lassen. Würde ich sagen. Mal gucken, wo ich hier rauskomme. Ja, warte, warte, warte. Nicht mehr weitergraben. Okay. Renn doch mal. Und dann macht's gleich wusch und dann ist alles weg. Weil die Query ist voll geladen. Das heißt, jetzt macht sie erstmal einen großen Schlag wieder. Ach, kommt die Kiste vielleicht hinten dran? Da rein und da an. Und die? Oder kann es sein, dass das mit den Kisten gar nicht funktioniert? Das kann natürlich auch, ne? Doch, es funktioniert. Macht der irgendwas? Oh ja. Ja, ja. Definitiv. Oh, der gräbt ja. Cool. Dias. Der gräbt wie ein Bekloppter. So, Fackeln sind alle. Mhm, wir müssen unbedingt tonnenweise Fackeln craften, dass wir hier hinterherkommen und das alles... Hier hängen überall Dias in der Decke, im Boden. Sieht sehr rentabel aus, die ganze Geschichte. Ja. Ja, dann... Dann... Mach hier noch den Kies gerade weg. So. Ja, lass uns doch da fertig machen, ne?
Nein, ich ist auch schon längst fertig. Wow. Und wir haben sie so eingestellt, dass die uns nur Erze rausfeuert und nichts anderes. Hier ist wieder die Höhle. Wo ich stehe. Das ist nur noch diese Wand, die jetzt hier hochgeht. Dahinter ist wieder die Kaki, der Kipi-Höhle. Ja, ich bin am Überlegen, ob wir es schaffen, das mit aufzusaugen mit der Query. Dann ist er weg. Weißt du, wie ich meine? Meinst du, das geht? Einfach probieren. Weil wenn ja die, jetzt nochmal blöd gesagt, wenn er die Empfänger, diese Sensoren da wegkloppt, dann kann er nicht mehr herbeigerufen werden. Sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Ja, packen wir die ganze Höhle einfach ein. Ist halt die Frage, wie wir da rankommen mit der Karte, ne? Da das finden wir einen Weg. Noch interessant was werden. Was eine geile halt. Höhle, ne? Die ist halt riesig, das Ding, ne? Okay. Ja, da war ich ja den ersten Abend drin und hab ja gefarmt, wie blöd. Ja. Also die ist echt mal so, riesig. Der läuft auch noch. Sieht gut aus. Ich bring mal jetzt hier den ganzen Scheiß weg, den ich jetzt... Nehmen wir auch gleich mit. Hier ist aber Silk Touch eigentlich blöd. Kann ich die auch so schmelzen? Oh, ohne Kohle bestimmt nicht. Warte mal, dann machen wir das mal so. Zuckerrohr. Pack ich denn jetzt Zuckerrohr rein? So Gras, egal. Zuckerrohr ist jetzt Gras. Geht das? Das geht. Ja. Oder ich mache einen Crusher hier unten hin. Ist aber blöd, weil der haut es so raus, die Erze. Den können wir eigentlich mal wieder ausmachen. Ja, geil. Können wir das Haus hier umbauen und diese Leitern wegnehmen? Ich drehe hier gleich am Rad. Kriege mal. Ey, ich komme nicht ins Schlafzimmer. Oder gleich selber eine Treppe rauf. Ich komme jetzt erstmal hoch. Hier, Rüstung. Und das Zauberbuch muss nach drüben. Könnte ich nochmal was essen? Ich muss meine Spitzhacke schon wieder reparieren hier. Die ein bisschen gemein ist, schon gleich. Wir haben einen Crusher. So, das heißt, das Zeugs kann schon mal weg. Dann brauchen wir eine Chest. Was denn? Ich bin im Bett. Achso. Hoppa, haben wir keine. Hoppa. Machen wir auch mal ein paar mehr. Warum macht der jetzt Task completed? Wir haben doch schon mal Hoppa gebaut. Cable hatte ich, glaube ich, im Rucksack irgendwo. Ja, hatte mir. Nehmen wir mal einen Stack mit. So, dann machen wir uns unten automatische einen Crusher, der uns die Erze klein kloppt und in Pulver verarbeitet. Und die können wir dann wiederum brennen. Das heißt... Ich stehe nochmal wieder auf. Stopp. Das war blöd. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Hier. Ich baue jetzt hier eine Treppe hin, Leute. Hier eine Kiste. Scheißegal. Hoppe dagegen. Hast du gerade gepupst? Passiert ab und zu mal, ja. Okay, mit Kiste ist schon mal interessant, war aber blöd gedacht.
Guck weil mal, da soll keine noch... Kiste hin, da soll ja der Crusher hin. Ich Holzstufen. So, das heißt... Oh, kann ich dem nicht? Doch, den müsste ich doch. Das ist oben. Wollen wir nicht. Das ist unten, das ist Rückseite. Ja. Und... Ups. Den Output... Put, put, put. Das geht ja nicht, das ist ja... Machen wir hier eine Doppelkiste rein. Und machen den Output einfach da rein. Das werden wir alles noch schön automatisieren irgendwann. Irgendwann. Aber erstmal, dass überhaupt was läuft. Ja. So. Das heißt, unten ist der Output. Put, put. Put, 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 put. Dann machen wir die alle da rein. Und dann kriegen wir hier ordentlich Erze raus. Und Gravel und Müll. Müll. Müll ist... Naja, sollte laufen. So, jetzt muss ich das hier erstmal bauen. Das heißt, den nehmen wir auch mal mit. Und, Ah, ich habe mich schon gewundert, der hat nämlich keinen Strom. Das sollten wir dem Kerl doch mal Strom geben. Oh, da hängt jetzt was an der Decke. Den wieder weg. Und der sucht noch fleißig weiter. Der läuft. Da können wir noch Speed-Upgrades dann irgendwann reinmachen. Und hier machen wir zu. Und hier das Lager überhaupt so ein bisschen abhalten von den Maschinen. Okay, das können wir laufen lassen. Dann gehe ich jetzt erstmal hoch und guck mal, was wir so an Roherzen haben. Die schmeißen wir jetzt alles in der Küche mal rein. In die Autoöfen. Provisorische Treppe. Oh je. Vollpfosten hüpft hier rum. Der kommt mit hoch. Warum kommt denn der mit hoch? Hallo, was willst du von mir? Ja, passt doch. Ja, nur provisorisch. Das, ich kann ja nicht so ein Riesending einfach gerade hochbauen. Dafür ist das hier zu klein. Ist doch okay. So geht's erstmal einigermaßen, weißt du? Obwohl... Jetzt suchen wir mal nach Raw. Nicht Raw. Ach du Heiliger. Aber wir haben hier oben noch kein rohes Eisen, ne? Achso, ich habe ja alles im Rucksack. Ach so. Ja, das erklärt ja dann so einiges. Mhm. So. Dann hauen wir uns mal die Öfen voll. Nicht schön, aber selten. Dann gucken wir mal in den Rucksack. Da, das kann geschmolzen werden. Das, 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 das. 48 Dias. Ich glaube, dann machen wir jetzt unsere Rüstung gleich mal. Mhm. So, damit der auch was zu tun hat, schmeißen wir da auch ein bisschen was rein. So, dann das ganze Zeug kann ins System. Das nicht. Müssen wir gleich mal gucken, ob hier noch Bücher drin sind. Guck. Ja, normale Bücher.
Und es gab noch diesen anderen Zaubertisch. Da können wir nämlich die ganzen Rüstungen mal verballern. Ist nur die Frage, wo war der? Da unten. Enchanting Infuser. An Upgrade to the Enchanting Table. Choose your own enchantments. Okay. Das heißt, um den zu bauen, brauchen wir Amethyst Shard. Keine Ahnung, wo wir den finden. Weiß ich noch nicht. Sieht schon mal gut aus. Aber ah, auch in Höhlen bestimmt. Ja, werden wir irgendwo kriegen. Gut. Das heißt, dann fangen wir mal an. Die, ja. 66 Stück haben wir. Wir machen einmal, also nee, nicht einmal, zweimal Rüstung. Eine Hose. Na, machen wir für die Jessie auch gleich eine. Ja, vielleicht cool. Mhm. Brauchen wir Stiefelchen. Helme. Und ja, dir mache ich noch eine Pickaxe, dass du alles abbauen kannst. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Ja, da kannst du ja gleich mit hochkommen, weil da ist die Rüstungskiste, dass wir den anderen Kram gleich reinschmeißen können. Warum er jetzt hier oben steht, ne? Der Vollpfosten. Wo ist die Rüstungskiste oben, oder was? Ja, der steht jetzt hier oben. Nee, die Rüstungskiste meinte ich. Ja, die ist schon lange hier oben. Hier oben ist alles an Werkzeug, Waffen, Rüstung und Munition. So, dann, wo bist du denn? Ist halt blöd mit der Treppe, aber geht erstmal. Beschmeiß mich mit Sachen los, beschmeiß mich. So, und ich gucke jetzt mal, ob ich uns vielleicht das eine oder andere gute Buch oder Verzauberung schon mal holen kann. Ja. Gucken wir doch mal. Achso, da brauchen wir ja auch Lapis dazu. Einmal Lapis rein, einmal Pickaxe rein. Das machen wir so. Effizienz 2. Oh, das gefällt mir eigentlich nicht. Unbreaking 1. Effizienz 2 ist nix. Mal gucken, ob ich irgendein schönes Buch rauskriege. Thompson und Saulbund. Naja, Sweeping Edge Piercing. Kriegen wir auch nichts Schönes raus. Okay, ja, da müssen wir mal ein bisschen rumprobieren. Ich speichere erstmal meine Levels. Sicher ist sicher. Ja, wie gesagt, die habe ich vorhin schon gespeichert. Und dann wird das doch so langsam hier. Was ist denn ich da? Ich mache hier mal weiter. Ach, hier ist Plan. Wieder ein Tintenfisch gestorben. Das weiß ich nicht. Ja, ja, hier ist schon wieder. Ja, da stirbt wieder alles. Plan machen für unser Häuschen. Unbreaking wäre halt sehr gut. Und dann müssten wir so langsam mit Botania anfangen. Mhm. Nicht Botania, hier das andere Gedöns. Mystical Agriculture. So, wieder 7 Stahlbahn. Ist das das, was Brunhard gemacht hat? Genau. Aber da hatte ich ja auch gesagt, da gucken wir, dass wir irgendwie ein separates Gebäude wieder kriegen. Ja. Das heißt, da müssen wir erstmal hier alles wegarbeiten. Die ganze Insel Plan kriegen hier. Aber ich glaube, da werden wir uns den Bilder nochmal bauen und hier oben hinstellen. Jawohl, wir sind ja bald durch. Es ist nicht mehr viel. Hier hinten kommt schon das Wasser. Ist nicht mehr viel. Sieht schon gut aus. So, und dann wird das noch schön gemacht. Und ich wollte mal gucken, dass wir so langsam in Richtung Refined Storage kommen. Das heißt, ein anderes ME-System, weil ich vertraue dem Holzding hier nicht. Da muss nur ein Creeper reinrennen und eine Kiste, bumm, ne? Und Lager weg. Nur zum Beispiel. Ich traue dem Ganzen nicht.
Da brauchen wir wahrscheinlich die ein oder andere Maschine. Und ich will einen Chisel haben, wenn wir sowas haben. Ja. Sehr schön. So, dann ist die Überlegung. Oh, das ist sogar die, ja. Mit welchem Material machen wir hier den Boden im Haupthaus? Ich dachte mir so, das die Fenster machen wir mit Ziegelstein. Also hier die Wände. Ja, und das muss ein toller Boden, also was Außergewöhnliches werden. Irgendwas Tolles. Ja. Was Helles vielleicht. Wir haben Dazit. Was ist ein Dazit? Gucken wir doch mal. Einfach mal ein bisschen hin und her probieren. Okay, den kann man schon mal nicht chiseln. Cobble Deep Slate können wir chiseln. Also schwarz können wir schon mal chiseln. Oder wir machen einfach Cobblestone. Da haben wir nämlich auch sehr viel davon da. Oh, das ist langweilig, das Cobblestone. Naja, so wirklich langweilig ist es nicht. Ich bin schon. Weil du kannst den in 1000 verschiedene Muster noch chiseln. Aber die sehen nicht schön aus. Ja. Das heißt, den wieder raus. Jetzt habe ich Mossy Cobblestone. Ach, wolltest du nicht Mossy Cobblestone für den Garten haben? Habe ich doch schon gefarmt. Ist doch schon fertig. Ah, habe ich auch wieder. Stonebricks, wie sehen die aus? Ich hätte halt gern sowas hier. Und dann schwarze. Das muss ich mir mal angucken. Die dazu und da würde ich dann vielleicht die hier nehmen. Oh, meine Spitzhacke ist kaputt. Konnte es auch anders sein. So, das geht nicht. Dann haben wir nämlich das Deep Slate da mit drin. Na, vielleicht sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. Guckst du mal hier? Komm mal. So, die Einfassung hier mit dem Schwarzen machen. Oder mit dem Grauen hier. Mhm. Und den Hauptboden mit denen hier machen. Und dann kann man ja noch schön Teppich drauf machen oder sonst irgendwas. Ich glaube, dann will ich es einmal in Schwarz absetzen. Okay, das heißt aber, wir müssen unten auch alles in Schwarz machen. Warum? Zeige ich dir, komm mal mit. Weil, guck, siehst du da oben? Dann müssten wir die Wände auch schwarz machen. Sieht vielleicht auch nicht verkehrt aus. Wir können ja mal gucken. Deswegen einfach ein bisschen rumprobieren. Immer rumprobieren. So. Sieht fast besser aus, ne? Ich finde auch, das passt viel geiler hier zu dem Holz. Mhm. Ja, das heißt, hier wieder alles rauskloppen. Das war die Blume. Und dann ersetzen wir das mit dem. Weil ja, von dem, mir gefällt das mit dem Dunklen besser. Mit dem Deep Slate, das haben wir tonnenweise im Lager. Können wir schön viel bauen. Mhm. Ja, das gefällt mir gut. Mhm. Das heißt, das müssen wir dann alles nochmal abändern. Und dann nehmen wir als Boden Large Stone Tiles. Ich will gerade noch mal gucken, ob es noch andere gibt. Die sind heller. Obwohl, da finde ich die Tiles ganz gut. Ja, wir können auch hier so ein Fischgrät machen, ne? Mhm. Guck mal, zum Beispiel.
würde ich die Tiles nehmen. Kein Fischgrät. Mach das so, wie das eben da. Fantastisch. Ja, das kann man machen. Das kann man machen, das sieht gut aus. Ich mache dir jetzt auch mal kurz noch eine Chisel. Damit du auch mal siehst, wie das funktioniert. Was ich meine mit Chisel. Wo bist du denn? Immer noch am Graben, ja. Ja. Guck mal. Ich gucke, Moment. Nimm die mal. So, warte, ich nehme sie. Ja. Die nimmst du in die Hand? Da habe ich sie schon. Ach, da ist die Schüssel. Schüssel. Ja. Dann machst du mal einen Rechtsklick mit der und dann geht so ein Menü auf. Und jetzt hast du Cobblestone einstecken, also Bruchstein. Ja. Jetzt mach den mal da unten in den grauen Slot rein. Mhm. Und dann siehst du schon, du kannst jeden Stein beliebig, also fast alle Steine beliebig nochmal anders aussehen lassen. Mhm. Dafür ist die Chisel da. Ja, geil. Mhm. Das ist natürlich richtig cool. Mhm. Sowas gibt's noch nicht mal im Standard Minecraft. Was er nachvollziehen kann. Das ist geil. Das finde ich richtig gut. Ja, dann werden wir das hier alles dementsprechend erstmal umbauen. Mhm. Und es gibt, glaube ich, auch eine Auto-Chisel. Das heißt, wo du die Steine reinschmeißt, kistenweise, und sagst, du wirst alle so gechiselt haben und fertig. Mhm. So. Ja, fein, fein, fein. Das sieht schön aus. So, dann mache ich das gerade noch fertig und dann, glaube ich, sind wir mit der Folge durch. Sind jetzt schon wieder 32 Minuten, aber gerade das hier wollen wir noch. Das geht so schnell, ne? Das ist Wahnsinn. Haut doch mal ab, ihr blöden Biester hier. Ey. Ich weiß noch nicht, warum der hier hochgekommen ist, aber gut. Boah, ich habe ganz viel Matz einstecken vom Abbauen. Schade. Alles einlagern cool. Hier. Zack. So, das heißt. Wo sind jetzt meine. Da. Ey, noch so einer. Moment mal. Was denn? Ach, die sind noch im Schüssel drin. Die bleiben denn da drin? Ich denke, okay, die musst du dann rausnehmen. Ja, ja, habe ich gerade gesehen. So, ich denke, in der nächsten Folge sollte dann auch einiges an Ressourcen da sein, die wir ja jetzt schmelzen gerade. Dann bauen wir das hier weiter um und dann können wir mit dem Häuschen weitermachen. Ja. Haben wir schön einen Plan? Ja. Hört sich doch gut an. Ja. Und so mit den dunklen Steinen finde ich das echt schöner, muss ich sagen. Ja, das müssen wir halt jetzt alles umbauen, ne? Ja, gut. So, und guck mal. Ja, wo bist du? Oben immer noch. Warte. Also im auf der Baustelle. Nee, da nicht. Guck, die Dinge auch so ein bisschen eingefasst, weißt du? Ja. Und dann einen hellen Boden. Und jedes Mal, wenn ich irgendeine Maschine baue oder so, fasst man die mit dem so Schwarzen ein. Das finde ich gut. Das ist so eine Idee. Gefällt mir. Das gefällt mir wirklich gut. Ja, mir auch. Protection find ich viel schöner. EV. Sehr schön. Klasse. Haha, es geht voran, ja. Leute. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also, so machen wir's. Bis dann. Oh. Juhu. Was war das jetzt? Ich habe ein Bananenbrot gegessen. Also, bis zur nächsten Folge und tschüss. Tschüss.